Beim letzten Mal war es voll. War es richtig voll. Und heute ist komplett leer. Geil. Ja, ich gehe jetzt hier in die Verwaltung, hol mir die Drehgenehmigung. Also haben ein bisschen herbstlich dekoriert. Sieht, ist sehr schön. Ja. Dann melde ich mich gleich wieder. Gleich. Hallo, macht mal was. Bitte? Ich vermisse es jetzt schon, dass ich hier bald nicht mehr nach Trips drehen kann. Oh, ich fällt gerade ein, ich habe nicht mal eine Begrüßung gemacht. Ja, hallo. Tripsdrill. Hi. Tripsdrill Video. Herbst. Letztes Mal. Jetzt fühle ich mich auch nicht viel besser. Ich konnte diese Kugel mit der Kraft meiner Gedanken bewegen. Unfassbar, ich kann diese Kugel mit der Kraft meiner Gedanken bewegen. Daran merkt man eindeutig, dass es Herbst ist. Ich habe kein Sparkassenbuch, also kann ich es auch niemandem schenken. Das ist natürlich scheiße. Ja, also ich bin heute deshalb hier in Tripsdrill. Aus zwei Gründen. Weil es geil ist. Ah. Und weil der Saisonstart Saisonende um eine Woche verkürzt wurde. Deswegen dachte ich mir, gehe ich nochmal nach Tripsdrill oder sowas, bevor ich wieder 6 Monate hier bin. Also, oh. Hallo, Kram. Ich wollte mir einfach nochmal die komplette Warteschlange anschauen. Ich habe immer halt Angst, dass ich da aus Versehen durch starken Windstoß übers Bad komme. Ja, also Ja.
Okay, alle gehen zur Raupe und gehe ich da auch hin. Hatte ich zwar sowieso vor, aber... Hals über Kopf. Kommt da jetzt einer? Ja, wahrscheinlich dann, wenn ich dann ausmache, dann wahrscheinlich dann gerade in dem Moment, wo ich die Aufnahme beende, kommt dann ein Wagen. Nee, ist mir zu voll. Ich als Tausendfüßler. Ja. In der hintersten Reihe, weil es am schnellsten ist. So, manchmal so eine Theme Park World Ride Parodie. Ja, yeah, welcome on Theme Park World Ride. Amanda is very nice wooden coaster in south of Germany. I must say it's a really nice feeling. And yes, let's have a ride on Mammut. Tripsdrill, das Land der Horrorpuppen. Also ich bin Mammut. Das traue ich mich halt nicht so, aber ich habe mich jetzt Mammut halt nicht getraut, aber das ist mir nicht unangenehm. Und ja, das ist halt so. Wenn ich nicht damit komme, muss ich auch nicht. Ja, im Wartebereich vom Waschschuber, auf dem befindet sich gerade das Code-Labyrinth, trau dich. Habe ich schon mal auf YouTube gesehen. Ist echt cool gemacht. Ja, ich habe es gerade tatsächlich meine Angst überwunden und bin in den Jungbrunnen gefahren. Das war es wert. Sonst hätte ich niemals gewisse Dinge gesehen. Da ich finde, dass ich nach zwei Fahrten Badewanne noch nicht nass genug bin, war ich noch was drüber. Da wahrscheinlich auch zwei Fahrten. Ja. Zwei Fahrten Waschzuber und komplett eingesaut. Läuft. Und ich saß da mit einer echt coolen Truppe im Waschzuber. Die waren echt cool. Dann bin ich noch gerade eben mit diesen Kinis da noch ein bisschen weitergelaufen. Und ich bin Mammut gefahren. Achso. Und Mammut war richtig geil. Und es hat gar nicht so sehr geruckelt eigentlich. Aber jetzt kommen auch mal diese kleinen Bahnen dran. Ein bisschen chillen. Und ja. Jetzt mache ich mal die Wiegenfahrt. Einfach ein bisschen chillen, relaxen. Und ich komme in die Bertha. Aber auf jeden Fall werde ich nachher Volldamm fahren. Und nochmal Mammut. Badewanne, gesenkte Sau, Waschzuber, also
Ah ja, ich denke immer die ganze Zeit, boah, ich knalle von der Schiene runter und ja. Wenn es so zur Seite läuft. Und einmal sagt so, das entspricht nicht den Gesetzen der Sicherheitsregeln. Hier ist einfach nichts los. Oh, hier sind die hier fast auf Frauen. Hiermit hast du als Prognose die Eisenbartsche Diagnose. Als Doktorus sag ich dir, trink in der Wirtschaft nachher Bier. Und Fächer gut, so richtig schön. Ja, das kann ich machen, aber das mit dem Bier trinken. Männermühle musst du gehen. Es ist in Deutschland, man darf in Deutschland unter 18 nicht. Und jung. Geh gleich dann ins Vinarium. Dort musst du von dem Wein probieren. Das Alkoholgesetz dann unter 18, ja. Die Lieb du nie verlieren. Ja, der sagt, ich soll Bier trinken. Hat er etwa noch nie was vom Jugendalkoholgesetz gehört, also dass man unter 18. Nur ich von hier auf Mammut. Ah! Heiliger Bimbam, bei dir kommt ja mal ganz Herz in Wallung. Aber meinst nicht, dass du erst nur bis lebensfähig bressotst? Der zweite, der mir das sagt. Wenn dir der Schnaufer ausgeht und Spucke wegbleibt. Ach, da hast du recht. Darf man nicht B sein, gell, mein Scheißerle? Jo, mein Scheißerle. Die Ehrenwarnung ist immer noch geschlossen. Ja, dann sehe ich wohl diese Singles. Diese attraktiven Singles erst nächstes Jahr wieder. Okay, mal schauen, was da rauskommt. Vielleicht ja wenn ich mal ein Auto habe, dass ich dann vielleicht die Raten besser bezahlen kann. Vielleicht kommt ja da sowas hoch. Ja, oder das? Ja. In Zukunft muss ich jetzt halt sorgen dafür, dass immer was zum Essen und zum Trinken kommt und sauber halten. Wenn ich solche Kinder bekommen würde, dann würde ich zu meiner Frau sagen, 9 Monate und alle, und es war alles umsonst. Ja, ich darf ja keinen Wein trinken, aber ich kann ja wenigstens im Wein sein. Ja. Oh ja. So. Jetzt geht's ja. Komm seitwärts. Das ist auch nicht viel besser. Das ist viel besser als Werbewind. Ja, also. Scheiß doch auf Wirbelwind. Das hier ist doch viel extremer. Wir sollten das hier umbenennen in Weinwind, okay. Ist doch gut, dass mir selbst auffällt, dass meine Witze scheiße sind. Also. Da geht's ja ganz lange. Oh. Aber geht eigentlich. Also da sind wirklich die Suppenschüsseln viel, viel intensiver.
Ja, das hier ist Euromir und die Suppenschüsseln sind Werbewind. Vom Sinn, also technisch. Ja. Boah. Die Euromir dreht sich ja auch kaum. Also, na, da oben so ein paar machen die Türme und dieser so wie in Hachedal. Aber es ist echt schön hier. Ich freue mich auch schon auf meine Wiederholungsfahrten auf Mammut und gesenkte Sau. Ach ja, und Volldampf. Württemberger Weinstraße. Schön hier. Den Kürbissen. Wollte ich halt nur mal sagen. Ja. So, dann fahre ich mal Volldampf. Ich habe Mammut gemacht. Also ich bin jetzt Mammut gefahren. Da ist das doch Kinderkacke. Ich glaube, die ist gar nicht schlimm. Ich habe ja jetzt schon Mammut gemacht. Werde ich auch nachher nochmal. Da ist das doch wirklich. Voll dann war ich super. Ich fahre jetzt, also ich bin jetzt in der ersten Reihe gefahren. Einfach mal um zu gucken, ob. Ja, moin. Einfach um zu gucken, ob mir das keine Angst macht. Macht's nicht, weil ich habe gesehen, da fahren auch schon dreijährige Kinder damit. Also, das ist wirklich nicht schlimm. Also, es kommt mir so vor, als wird man an der Station nochmal so beschleunigt. Ich sitze jetzt in der allerletzten Reihe. Das wird richtig geil. Wisst ihr noch, was ich damals gesagt habe? Übrigens, hintere Reihe war auch echt super. Also. Und das ist auch, wie gesagt, der Kinderachterbahn. Also können schon kleine Kinder. Ja, ich habe ja damals auch gesagt, dass ich zu Volldampf ein Review mache. Wäre zu Hals über Kopf vielleicht ein bisschen, naja, sinnvoller, aber kann ich ja zu Volldampf auch machen, meine persönliche Meinung. Obwohl, das kann ich mir eigentlich auch sparen, weil ihr kennt sie ja schon. Geile Bahn. Können auch super Kinder damit fahren. Und ist auch eine tolle Erweiterung für Tripsel. Also, und dass sie jetzt auch noch ein SLC haben, das ist auch cool. Ding ist Highfall, nein. Donnerball. So, ist Donnerball. Ich dachte, das ist so mal ein Daro. Ja, ich habe gerade eben auch zwei Fahrten auf den Donnerbalken gemacht. Und bei der ersten Fahrt saß neben mir ein vierjähriges Mädchen. Also ich saß so links von ihr. Und rechts neben ihr saß so ein Dummy, Sack halt. So ein gefüllter Sack, den die ja da hinlegen, wo sich keiner hinsetzen soll. Na, wie gesagt. Der hat gesagt, ich habe einen echt tollen. Hat er gesagt, ich bin auch damit sitzen. Er hat gesagt, ja, aber der sagt, den finde ich ein bisschen besser. Und der sagt mir so. Hat ich gesagt, boah, das hast du nicht gesagt. Ja, da hat ein vierjähriges Mädchen eine Ansage. Ich bin jetzt einen Höhenflug gefahren, aber auch keinen Überschlag gemacht, sondern einfach nur so ein bisschen Umflug. Ich habe gehört, es ist auch sehr schwer, einen Überschlag zu schaffen. Also selbst wenn ich es versucht hätte, hätte ich es höchstwahrscheinlich nicht geschafft. Das ist auch schön. Es ist jetzt um 2. Falls noch. Yay. Ich hoffe, dass immer noch so wenig los ist bei der Badewanne. Und wenn nicht, dann ist es auch egal.
die ist gar nicht schlimm. Ich habe ja jetzt schon Mammut gemacht. Werde ich auch nachher nochmal. Da ist das doch wirklich